Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition. In der letzten Episode haben wir uns den Eid geholt, den Eid des, ich glaube, des Weißen Pfades. Außerdem haben wir unseren Estus Flakon auf Estus plus 1 verstärkt. Ansonsten bin ich, glaube ich, dreimal oder viermal gegen die Gargoyles gestorben. Wobei ich den einen oder anderen Run hatte, der sehr vielversprechend aussah und dann damit geendet hat, dass ich gegen zwei Gargoyles absolut überhaupt keine Chance hatte irgendwie bisher. Zwei Gargoyles sind fieser als ein Gargoyle. Das kann ich euch sagen. Und auch wenn der zweite Gargoyle keinen Schwanz mehr hat, ist er dennoch ein Problem. Kind. Behaupte ich einfach mal. So ein wenig. Könnten die kein Feuer spucken, wäre das der leichteste Kampf im ganzen Spiel. Aber sie können es, deswegen ist es nicht der leichteste Kampf im ganzen Spiel. Ja. Viel mehr fällt mir dazu eigentlich auch gerade nicht ein. Ach ja, und wieder diese Typen, die gar nicht nervig sind oder so. Und auch mega stark und mir jedes Mal voll die Probleme machen. Oder eigentlich nur meine Zeit verschwenden. Hm. Na hopp. Drei auf einen Streich. Zwei auf einen Streich. Und der letzte. Ja, dann brauchen wir einen Estus. Und dann dürfen wir nochmal gegen die Gargoyles kämpfen. Ich werde versuchen durchzurennen, denke ich. In der letzten Episode habe ich es nämlich geschafft, meine Überreste am komplett anderen Ende des Daches zu verlieren. Und zwar in der Ecke. Und ja, eigentlich habe ich keinen Bock darauf, die 5000 Seelen zu verlieren. Deswegen werde ich jetzt einfach durchrennen ohne Ende und hoffen, dass der Gargoyle mich meinen Scheiß holen lässt. Ohne zu stressig zu sein. Naja, wir werden sehen. Und eigentlich... Oh, das war nicht so gut, aber... zweimal sogar hat er so getroffen. So. Daneben. Wunderbar. Jetzt Treffer. Komm schon. Ja. Jetzt kommt der andere bestimmt gleich. Da ist er. Schön, freut mich nicht. Jetzt kämpfen wir gegen zwei und ich bin völlig verwirrt. Wo bin ich überhaupt? Ich sehe mich nicht. Feuer, wunderbar, weg da. Oh Gott. Ach. Okay, weg, 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 weg. Ja, ich wusste, dass der kommt. Aber... toll. Wir haben ja auch halt wenig Platz, leider. Vernünftig zu kämpfen. Hm. Ja, wenn es mal zwei sind, dann bekommt man auch einfach keine vernünftigen Hits mehr rein. Und ich bin schon wieder... Ich werde das einfach... Ja, ich werde jetzt einfach sterben, wollte ich sagen. Nee. Ja, ich dachte, ich kann da irgendwie noch vorbeirennen. Hat nicht so ganz geklappt. Und schon mal wieder ein Kampf gegen die Gargoyles, der nicht so gut ausgegangen ist. Ja. Die nächsten 50 Episoden kämpfe gegen die Gargoyles. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Das ist mittlerweile schon mein 5., 6., 7., ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Versuch es ist. Aber das ist halt auch so in Dark Souls, man lernt so langsam das Pattern des Gegners so ein wenig besser kennen. Also ich glaube, dass ich gegen die Gargoyles mittlerweile mich besser schlage als beim ersten Mal. Und auch besser als beim zweiten oder dritten Mal.
und so ein bisschen wenigstens weiß, was passiert. Und ich glaube halt, dass ich, wenn ich das noch 20 Mal versuche, es irgendwann auch schaffen werde. Und das Problem ist ja sowieso, da oben liegen halt noch ein Haufen Seelen. Bevor ich grinden gehen würde zum Beispiel, würde ich halt gern die Seelen erst gerettet wissen. Naja. Ja, jetzt macht er wieder dieses Ding. Das ist, glaube ich, wenn er mich dabei erwischt, wenn er dieses Schwert so komisch hält, dann macht er diese Attacke, die einen mega viel abzieht und die so eine komische Animation auch hat, die er nur ganz selten immer macht. Ah, das ziehe ich auch mal treffen. Das ist halt so unglaublich schlecht eigentlich, also normalerweise müsste man gegen die durchmähen können, ohne einmal getroffen zu werden, wenn man sich gut anstellt, glaube ich. Aber irgendwie treffen die mich trotzdem immer. Naja, damit hätten wir... Oh, hier kann ich ein zerbrochenes Schwert plündern. Ja. Die Gargoyles. Ja, was für eine Strategie versuchen wir diesmal? Die gleiche wie davor auch. Nicht zu sterben. Und den einen Gargoyle schnell zu töten. Bevor der andere spawnen kann. Aber irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht klappt es ja diesmal etwas besser. Ja, diese Gargoyles. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal versuchen. Und ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel noch 5-mal versuche oder so. Oder noch 10-mal versuche und nicht weiterkomme. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich dann machen werde. Ja, ja, ich komme ja schon. Das ist natürlich gut. Ich glaube zumindest, dass das gut ist, wenn ich ihm den Schwanz abhacke. Also dann kann er zumindest nicht mehr diese komische Flugattacke machen, die eigentlich auch immer relativ viel Schaden gemacht hat. Nicht gut. Gar nicht gut. Absolut überhaupt kein bisschen gut. So, Backup, Backup. Ja, ja, zurück, 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 zurück. Okay. So, was machst du jetzt? Daneben schlagen, das gefällt mir. Und jetzt? Nochmal daneben? Oh, wow. Das... Alter, dieses Feuer, ne? Ich hätte ihn gerade so was von fertig gemacht, wenn er seinen Kumpel nicht dabei gehabt hätte. Das ist so mein Problem, so ein bisschen. Das ist so ein klein wenig mein verdammtes Problem. Dieser zweite Gargoyle. Wenn der sich einfach so ein bisschen raushalten könnte, ne, dann wäre das schon einiges einfacher. Ich will nicht die ganze Zeit sterben. Naja. Ist ja erst der 10. Versuch oder so. Und vor allem liegen da oben, also ich habe ja gerade gesehen, ich glaube fast 7000 Seelen liegen da mittlerweile. Also wenn ich wieder oben ankomme lebendig, dann sind es auf jeden Fall über 7000, was da oben schon liegt. Und das ist halt eine Menge. Das ist halt eine Menge Holz. Und deswegen werde ich so lange versuchen, bis ich entweder auf dem Weg zu den Gargoyles sterbe oder es nicht schaffe, mein Zeug von den Gargoyles wieder zu holen. Sonst würde ich das halt da oben verschwenden, wenn ich jetzt irgendwie einen anderen Weg gehen würde. Man kann ja hier mehr als einen Weg einschreiten, zum Beispiel. Oh, was war das gerade? Man kann ja zum Beispiel auch noch, also ich könnte zum Beispiel noch zu dem Wald wieder gehen. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ich könnte... Ja, ganz am Anfang gibt's auch noch einen anderen Weg. Also wo ich in der letzten Episode, glaube ich, mir den Eid geholt habe, da habe ich ja so ein bisschen die Gegend erkundet. Und da nach unten, da war so eine Art
Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber da kann man, glaube ich, auch weiter... Das heißt, es gäbe schon noch so ein paar Optionen, wenn man hier nicht mehr weiterkommt, dass man eben woanders hingehen kann. Aber... Diese Gargoyles können doch nicht so schwer sein. Ach, verdammte Axt. So. Ich könnte auch mal vielleicht über eine neue Strategie nachdenken bei den Gargoyles. Aber zum Beispiel... Man kann ja zum Beispiel seine Waffe Zweihand nehmen. Das würde ich gegen die Gargoyles zum Beispiel nicht machen, weil man das Feuer mit seinem Schild ganz gut blocken kann zum Beispiel. Das ist zum Beispiel keine gute Strategie gegen die Gargoyles, glaube ich. Deshalb weiß ich nicht. Ja, wenn sie fliegen, wenn er fliegt und seinen Schwanz hat, ist das auch mega gefährlich immer. Er kann einem halt mit seinem Schwanz halt eins reinhauen. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Will ich nicht haben. Deswegen versuche ich, wenn er fliegt, ihm und seinen Schwanz noch hat, ihm ordentlich aus dem Weg zu gehen. Oh oh. Und ich glaube, man kann auch das Dach runterfallen. Oh oh, nicht gut. Gar nicht gut. Ja, dachte ich mir. Jetzt zum Beispiel könnte er seine Attacke machen, wo er mich mit der Axtschwanz trifft. Jetzt habe ich eine Chance. Komm schon. Ah, oh, Mann. Ah, nicht gut. Ah. Oh, doch, hat geklappt. Ah, nicht gut. Oh, doch, hat auch geklappt. Gargoyle, Gargoyle, Gargoyle. Nein, jetzt sind es zwei. Und der macht Feuer. Ja, der eine brät mich und der andere... Und der andere haut mit seiner Waffe drauf. Ja, ich weiß gar nicht. Ich kann auch nicht einschätzen, ob die sehr schwer sind. Aber ich mache denen wenigstens überhaupt Schaden, nicht so wie dem Skorpion. Außerdem liegt mein Zeug da oben, wenn ich gegen den Skorpion sterbe. Wie gesagt, dann verliere ich das eben. Ich habe, was ich auch noch nicht ausprobiert habe, ich habe ja auch Brandbomben. Vielleicht sollte ich die mal equippen gleich. Zumindest sollte ich mir die vielleicht mal auf den Slot legen, dass ich den schnell wechseln kann. Ups, was war das? Ich dachte, ich hätte ihn anvisiert, hatte ihn aber noch nicht anvisiert gehabt. Das ist natürlich immer nicht so gut. Offensichtlicherweise. So, du bist tot. Ich habe, glaube ich, 8 oder so Brandbomben. Wenn mich nicht alles täuscht, dann werde ich mir die mal auf den Zweitslot legen. Und ihn dann einfach mal, wenn ich ihn auf 50% runter habe, mit Brandbomben bombardieren. Da ich davon aber nicht ewig viel habe, kann ich die Strategie maximal zweimal ausprobieren. Dann sind meine Brandbomben leer, so in etwa. Deswegen hoffe ich, dass das beim ersten Mal gleich klappt. Ja, so wie dazu. Ja, dann sind wir hier durchgekommen und haben wie immer eigentlich einen Estus nur gebraucht. Ist ganz okay und wir haben wieder ungefähr um die 700 Seelen gesammelt, die dann weiter oben in den grünen Seelenpool landen werden. Dann, ich sehe schon, am Ende liegen dann 5000 Seelen, 50.000 Seelen da in diesem Ding drin und dann sterbe ich und dann schaffe ich den Boss direkt danach auf Anhieb. So, was wollte ich machen? Falsch, weg. Start. Ausrüstung auswählen. Genau. Gegenstand ablegen. Und dann hier will ich jetzt die Brandbomben equippen.
ausrüsten. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier runter. Wenn ich jetzt hier runter drücke, dann kann ich hier so zwischen den Brandbomben wählen. Werde ich es mal probieren. Vielleicht sind die ja effektiv. Also ich werde erst versuchen, ihn auf 50% HP zu bringen. Ich weiß gar nicht, wo ich gestorben bin. Ach, da an der Seite. Das ist okay. Ups. Okay. Okay, dann haben wir jetzt einen fairen Fight, wo ich auch volles Leben habe. So, zack. Ah, daneben. Wunderbar. Na toll. Ach, Mist. Er hat so eine weite Range, Freund. Okay. Und daneben. Okay. Was machst du jetzt? Daneben schlagen. Das ist gut. Oh, ich aber auch. Das ist nicht gut. Ja, daneben. Ja, irgendwie, bisher tanzen wir wieder nur. Ja, tanze Tango mit mir. Oh nein. Ja. So. Alter, diese. Die haben auch immer so eine unglaubliche Range. Das ist halt nicht auszuhalten im Kopf. Man ist halt schon verdammt weit weg und dann trifft er einen trotzdem, weil er einfach so eine weite, lange Waffe hat. So, was machst du? Oh, wow, das war Glück von ihm. Dass er genau dahin schlägt, wo ich ausweiche, ist natürlich... So, ich probiere jetzt einfach mal die Brandbombenstrategie. Ups. Ups. Ja, klappt da super. Oh, die Brandbombe macht tatsächlich viel Schaden gegen den. Aber gerade hätte ich lieber einen Estus. Oh, jetzt bin ich tot, oder? Nee, bin ich nicht tot. Ja, das Problem ist nur, ich habe nicht genug Brandbomben, um meine Brandbombenstrategie in seiner vollsten Gänze auszuleben. Oh Mann. Ich rede auch gerade nicht so viel, aber ich kann euch versichern, ich habe Angst, dass ich gleich wieder tot bin. Oh, guck mal. Jetzt bin ich, glaube ich, auch tot. Ja, da kann ich nichts gegen machen. Da konnte ich nicht viel dagegen machen. Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass die Brandbomben effektiv sind. Das ist entfernt schon mal so gut, dass ich jetzt eben... Also ich werde es noch einmal versuchen. Wenn ich jetzt einen von den beiden tot bekomme, ohne Brandbomben zu verwenden, dann kann ich vielleicht den zweiten mit den Brandbomben finishen, so in etwa, ohne mich nochmal zu sehr in Gefahr zu begeben, zum Beispiel. Das wäre eine ziemlich coole Sache, wenn das klappt. Ja. So far so good. Ich frage mich echt, ob es vielleicht nicht irgendwie eine Strategie gibt, dass die super einfach sind oder so. Ja, vielleicht, wie gesagt, mit dem Brandbomben könnte man mal versuchen. Die kann man... Man kann die, glaube ich, nicht beim Schmied kaufen, Brandbomben. Sonst würde ich mir da... Würde ich mich da mit Brandbomben eindecken ohne Ende. Aber man könnte Brandbomben erfarmen. Und zwar bei den Skeletten. Die Skelette, die Brandbomben werfen, können Brandbomben auch droppen. Bis zu also ich habe schon gesehen, dass sie zwei Stück auf einmal droppen können. Das heißt, ich müsste dann zurückgehen vor den ersten Minotauren. Da sind ja diese Brandbombenwerfer ein paar. Oder gar nicht mal so wenige. Und dort könnte man so Brandbomben erfarmen und dann einfach, wenn man dann 20... Ich weiß gar nicht, wie viele man davon haben kann. Aber wenn man die stacken kann ohne Ende, dann kann man sich da einfach 20, 30 Brandbomben erfarmen und dann denen einfach so lange an den Kopf die Brandbomben klatschen,
bis er tot ist. Das wäre zum Beispiel eine Strategie, die vielleicht funktionieren könnte. Wäre natürlich lustiger, wenn man sich die Brandbomben irgendwo kaufen könnte für ein paar Seelen. Keine Ahnung, sagen wir 200 Seelen für eine Brandbombe oder so. Dann würde ich mich eindecken. Ey, trifft er mich auch noch? Frechheit. Ja, wieder meine 700 irgendwas Seelen. Und wieder brauche ich einen Estus, bevor ich reingehen kann. Und dieser Sprung kann irgendwie nirgends hochspringen. Oder sehr selten nur. Diesen kleinen seltsamen Sprung, den mein Held hat. Ja, Brandbomben, das ist gerade, worüber ich so ein wenig nachdenke. Ob das vielleicht klappen kann? Naja, also erstmal ein Estus. Erstmal einen Mut antrinken und dann... Hallo, Kumpel. Lang nicht mehr gesehen, wie geht's dir so? Aha, und was machen Frau und Kinder? Ach, die warten oben auf dem Turm, bis du kein Leben mehr hast. Ah, okay, und dann greifen sie mich auch an. Ich verstehe. Das ist aber nicht sehr nett. Dass der daneben ging, ist natürlich ärgerlich. Komm schon. Ich wollte ihm gerade eigentlich den Schwanz abhacken. Das ist eigentlich schon... das könnte man außerhalb des Kontexts verstehen. Und dann ist es ziemlich brutal. So. Nice. Guter Treffer. Wenn er Feuer macht, ist eigentlich auch immer gut. Ups. Ich dachte, ich könnte ihn nochmal treffen. Aber... hat nicht so wirklich klappen wollen. Ja. Erstmal, ja, wenn die beide direkt nebeneinander auch stehen. Ja, ja, Alter, die... die ergänzen sich auch ziemlich gut übrigens. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Aber ich komme weg. Ja, Frage ist nur, kann ich irgendeinen von den... beiden. Oh, cool, das Feuer hat mich gerade so nicht erwischt. Da wäre ich fast vom Dach runtergefallen. Das ist natürlich auch eher suboptimal. Gibt's gar nicht. Ja, dich habe ich schon gesehen. Mann. Ja, nee. Lass das mal mit dem Feuer sein, bitte. Feuer sind für Gargoyles nicht oder so. Ah, hat er irgendwie geblockt. Ihr seid gestorben. Ja. Wer hätte es erwartet? Wer hätte es erwartet? Tja. Dann würde ich sagen, mach hier nochmal eine Aufnahmepause. Und werde einfach morgen nochmal versuchen, die Gargoyles zu töten. Hab nämlich gerade keine Lust mehr, nochmal 100-mal zu sterben. Vielleicht klappt es ja morgen besser. Damit sage ich dann tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage nochmal tschüss, weil ich kann. Ja.